Ich heiße Siamak Amin Mansu, ich leite das Café Jerusalem hier in Neumünster. Heute feiern wir unser Sommerfest. Von 14 Uhr haben wir begonnen, bis 18 Uhr werden wir noch weiter feiern. Es sind viele Gäste, die zu uns gekommen sind und es sind einige, die uns zugesagt haben und später dazu kommen. Wir freuen uns, dass wir nach so vielen Lockdowns und Einschränkungen endlich wieder gemeinsam feiern dürfen. Etwas, was uns sehr wichtig ist, ist, dass viele Menschen die Zeit haben und die Möglichkeit haben und altersgemäß auch die Möglichkeit haben, bei uns ehrenamtlich tätig werden, damit wir auch unseren Gästen eine Hilfe sein können und so viele Aufgaben, die wir als Café Jerusalem vielleicht alleine nicht bewältigen können, mit ihrer Hilfe bewältigen und auch unseren Gästen ein Segen zu sein. Dafür sind wir auch bereit, gerne uns mit vielen Menschen zusammentreffen. Bei Kaffeekuchen kann man über Einzelheiten sprechen. Und wenn die Menschen den Weg zu uns gefunden haben, werden unsere Gäste auch kennenlernen und sehen, was für eine segenreiche Arbeit es ist und wie gut man auch gemeinsam hier Menschen dienen kann. Ja, mein Name ist Fritz Ewert. Ich bin Kreissprecher von der Partei Die Linke hier in Neumünster. Und wir unterstützen das Café Jerusalem schon lange Zeit, haben eine gute Verbindung zu Simjak. Und wir wissen, wie wichtig die Arbeit des Café Jerusalem ist. Wir haben sie auch in Notzeiten schon mit Lebensmittelspenden unterstützt, weil es doch immer wieder viele Menschen gibt, die durch das Raster fallen, die am Ende vom Monat eben kein Geld mehr haben, um sich zu versorgen. Und diese Stellen sind sehr, sehr wichtig. Das Ehrenamt hier in der Stadt Neumünster, nicht nur im Café Jerusalem, man kann auch die Tafel nennen oder andere, sorgen dafür, dass diesen Menschen wenigstens ein bisschen geholfen wird in der Not. Und wir versuchen eben, die Stimme für diese Menschen zu sein, die keine haben oder die eine zu leise Stimme haben. Darum sind wir auch hier und unterstützen ihn. Ja, ich bin heute hier, weil das Café Jerusalem sein Sommerfest feiert. Das hat ja schon eine kleine Tradition und Corona-bedingt war das ja ein bisschen reduziert. Und heute endlich darf hier wieder gefeiert werden. Und ich freue mich, dass ich angesprochen wurde, ob ich kommen darf. Ich bin eingeladen worden, was ich sehr gerne gemacht habe. Und freue mich über die große Beteiligung, das super Wetter, was sicherlich auch dazu beiträgt. Und ja, ich denke, das Café Jerusalem macht eine ganz wichtige Arbeit in unserer Stadt für ganz viele Menschen. Und von daher kann man das gar nicht genug würdigen. Und wenn man das nur macht, wenn man mal vorbeischaut und Danke sagt. Und das habe ich heute gemacht. Ja, wir sind heute zu Gast beim Café Jerusalem, beim Hoffest. Herrlichstes Wetter und Siamak und sein Team haben wirklich alles gegeben, um hier eine tolle Feier auch für Menschen, die es nicht so einfach haben, in Neumünster zur Verfügung zu stellen. Mit Unterstützung zum Beispiel auch von der Deutschen Bank, die heute hier Waffeln ausgibt und natürlich werden ganz kräftig Spenden gesammelt für diejenigen, die bedürftig sind. Ich bin sehr, sehr gerne hergekommen. Ich freue mich total über das Engagement und die klasse Stimmung. Musikalische Untermalung ist auch gegeben.